Capitals Coach Tommy Samuelsson. Tommy, für einen Eishockey-Coach ist wahrscheinlich der Sommer die härteste Zeit im Jahr. Wie war dein Sommer in Schweden? War sehr gut, wir hatten sehr schönes Wetter gehabt. Erstes Eistraining, wie geht's dir dabei? Wie ist der Status der Mannschaft im Moment? Nein, die ersten paar Tage ist das nur, dass man bekommt das Timing und das Gefühl am Eis und dass man sich kennenlernen, Head to Head, Auge zu Auge und solche Sachen. Und dann von Mitte der Woche geht es das los mit obligatorischen Übungen und solche Sachen. Dann. Wir reden über eineinhalb Wochen, dann anfangen wir die European Trophy dann. Die Neuzugänge, was kannst du uns darüber erzählen? Na, von Gefühl her und von was wir recherchiert hat, ist das ein gutes Gefühl über fast jede, über alle Verpflichtungen dann. Von der österreichischen Spiele bis die letzte Verpflichtung mit Matthäsen in Verteidigung, dann habe ich gute Gefühl, aber das ist eine Sache, im Sommer zu machen, die Verpflichtungen. Spricht die Leistung am Eis nachher und wir brauchen sicherlich, muss dieser Spieler Zeit geben auch. Ein Spieler wie Matheson ist das erste Mal auf große Eisfläche und so und der braucht sicherlich Zeit. Tommy, European Trophy steht an. Welchen Stellenwert hat sie für euch heuer? Ja, wie immer mit European Trophy, das ist für mich ein gutes Turnier und zum Mitspielen da, man kann sich messen als individueller Spieler und auch als Mannschaft und hoffentlich macht man gute Leistungen, dass man kriegt einen guten Schwung in der Liga auch. Kommen wir auf die Liga zu sprechen, mit Bozen ein 12. Team, jetzt neu in der Liga, wie siehst du das neue Team, wie siehst du die Liga, die Neuzugänge, hast du schon ein erstes Kräfteverhältnis für dich, wie es aussieht? Nummer eins ist, liegt der Fokus auf unsere Mannschaft im Sommer dann, aber das ist klar, man verfolgt alle Verpflichtungen, speziell in seine eigene Liga dann und ich finde, dass fast alle Mannschaften hat gute Verpflichtungen gemacht, weil man schauen über, was die Spieler vorher gemacht und so. Aber da auch, das ist die Leistung, wo spricht nachher dann. Aber ich finde, dass was ich gesagt habe, gute Verpflichtungen in fast alle Mannschaften. Und Bozen, welche Rolle kann Bozen übernehmen? Nein, hoffentlich kannst du mitspielen auf einem sehr guten Niveau in dieser Liga. Die brauchen auch wie die Neuverpflichtungen, wo kommt von Nordamerika, sicherlich Zeit zum Umstellen. Aber ich hoffe, dass der auf einem guten Niveau spielen kann in der Liga. Tommy, in deinem ersten Saison hast du gesagt, als Ziel, du willst das letzte Saisonspiel gewinnen. Letztes Jahr hast du gesagt, du schaust von Spiel zu Spiel. Was ist heuer dein Ziel? Was willst du erreichen? Nein, das ist so, wenn man spielt auf diesem Niveau, Elite-Niveau, ist das immer so, dass sicherlich die meisten Mannschaften haben diese Vision, dass man spielen die letzte Runde will oder Finalspiel oder Meister will. Aber für uns ist das wichtig, dass wir probieren, unsere Beste zu geben, jeden Tag, jeden Training und auch jeden Spiel. Dann wissen wir, dass wir haben eine Qualität und Potenzial in unserer Mannschaft, dass wir hoffentlich mit Glück auch dazu haben, zum Schluss mit Verletzungen, so dass wir mitspielen können um den Titel. Damit dann wünschen wir schon jetzt alles Gute für die kommende Saison. Viel Glück und viel Spaß. Danke, Tommy. Danke.